welcome to my channel White to Black. My name is Issa and this is from Umarex. Das ist eine 12 Gramm CO2-Kapsel für die HDR. Und das die größere Variante. 88 Gramm für die HDX. Es gibt für die HDX diesen Adapter. Für zwei 12 Gramm CO2-Kapseln. Da spart man sich auch ein bisschen Geld, denn die größere kostet ja auch fast 10 Euro. Dann wird sie zwar auf ca. 20 Joule gedrosselt, wird im Bereich Home Defense bestimmt interessant, weil sie per Schlag auf den Hinterschaft einsatzbereit ist. Für die komplette Power, also 40 Joule, wird natürlich mehr CO2 benötigt. Und sobald man am Anschlag ist, ploppt dieser rote Nippel auf und signalisiert, ich bin einsatzbereit. Dieser Sound vom Repetieren, Wahnsinn. Und bei der HDR haben wir dasselbe Prinzip. Die Kapsel kommt genauso rein und ich habe den Kit eingebaut. Also der hat jetzt 40 Joule. Und jetzt sagt er, ich habe Hunger, fütter mich. Und hier habe ich ein paar Kugeln bzw. Slugs mitgebracht. Ein paar davon werden wir heute testen, den Rest in einem anderen Video, sonst wird das Video viel zu lang. Es sind drei, vier verschiedene Hersteller, die mir das zugesendet haben. Die werde ich ganz oben in den Kommentaren verlinken. Guckt euch die mal an, also die sehen richtig heftig aus. Also auf den Streukreis bin ich hier mal richtig gespannt. Ein Unboxing von der HDS wird natürlich noch auf meinem Kanal folgen. Sieht richtig Hammer aus, also schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, also welche Kugel. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Schutzbrille und der Gehörschutz, denn im Bunker halt es so extrem. Apropos extrem, wir beginnen mit den Devil Spikes in Metallchrom. Fatality. Und ihr seht, falls ihr mal keinen Bohrer zur Hand habt, könnt ihr die HDX nehmen.
Also der Druck ist extrem gefallen. Der erste Schuss war brutal, der zweite war schon die Hälfte. Das ist eben wegen dem Pin, was ich eingebaut habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den Pin eingebaut habe, hier oben ist der verlinkt. Fünf-Schuss-Magazin, mal sehen, wie es dem Kopierer bzw. dem Scanner danach geht. Im Magazin sind 16 Schuss und pro Füllung sollte man ungefähr 70 Schuss rauskriegen. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten um die etwa 0 Grad im Bunker und das wirkt sich natürlich auf die Power aus. Im Sommer sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus. Wir sind hier im Bunker auf unserem Waldstück in Österreich, wo wir uns natürlich richtig austoben können. Ich danke euch fürs Zusehen, abonnieren nicht vergessen und kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal.